Noblesse oblige, die Kunst, ein adeliges Leben zu führen, von Christine Gräfin von Brühl. Alles, was Sie schon immer über den Adel wissen wollten, aber eigentlich nie erfahren sollten. Strenge Sitten, klare Etikette, alte Werte und Traditionen. Christine Gräfin von Brühl erzählt mit Tempo und Selbstironie vom Leben in einer Welt, die sich immer treu geblieben ist, in guten wie in schlechten Zeiten. Er lebt unter uns und doch ganz anders, der Adel. Ob reich auf dem Schloss oder verarmt in der Mietwohnung, das Zugehörigkeitsgefühl zu dieser exklusiven Klasse ist bis heute ungebrochen. Mit allen Konsequenzen, egal ob Heirat, Verwandtschaft, Erziehung der Kinder oder Lebensstil. So wird der Heiratspartner für den Nachwuchs in Gotha ausgesucht, denn es gilt, keine heirate unter seinem Stand und Liebe hat nichts mit der Ehe zu tun. Der Jagdschein ist auch heute noch wichtiger als der Führerschein und Walzer lernt man nicht in der Tanzschule, sondern beim Séjour mit anderen jungen Adligen auf einem Schloss. Noblesse oblige, die Kunst, ein adliges Leben zu führen, von Christine Gräfin von Brühl, erschienen im Eichborn Verlag.